Ja, hallo zurück. Ist noch nicht so viel vergangen seit meinem letzten Video. Ich dachte mir, da Alex jetzt ein Video nach dem anderen raushaut, kannst du dich nicht lumpen lassen. Das ist natürlich Quatsch. Im Prinzip ist das nur ein kleines und ich hoffe relativ kurzes Update zu einem Video, zu meinem letzten Video. Und zwar geht es um den, wenn ich jetzt mal die Dose vorbereitet hätte. Um eben jeden Tabak, den ich ganz kurz vorgestellt habe, nach einem Zustand, der eigentlich nicht wirklich rauchbar war, sind jetzt etliche Tage vergangen. Ich habe den Tabak angefeuchtet. Ich habe dazu von Raw Tonscheibchen genommen. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Die geben gleichmäßig ab. Und hier sehe ich wenigstens, ob die trocken sind, im Vergleich zu den Blechfumidrolen, wo ich nicht reingucken kann. Wie gesagt, coole Geschichte, habe ich vor Ewigkeiten mal ein Video zu gemacht. Nehme ich eigentlich ausschließlich, wenn ich denn mal anfeuchte. Ich habe insgesamt zwei Stück gebraucht. Also ich habe eins genommen, zweimal in dieser Darnpipe-Dose. Mal Aufkleber drauf. Lasst euch nicht stören. Hier ist noch eigentlich ursprünglich der Chuchu-Train drin gewesen, aber jetzt ist der Special Reserve 2017 drin. Der Tabak selbst ist mittlerweile richtig fluffig und zwar komplett von oben bis unten. Nicht zu feucht, also ich habe darauf geachtet, dass er wirklich vorsichtig anfeuchtet. Deswegen wollte ich auch nicht gleich zwei reinschmeißen, sondern habe den einen Stein zwei Etappen lang reingepfiffen. Der Geruch hat sich soweit nicht wirklich stark verändert. Er ist nur insgesamt ein bisschen sanfter geworden, ein bisschen fülliger, möchte ich meinen. Wie man das vielleicht auch beim Rauch hat, wenn der ein bisschen mehr Aroma freigibt. Also der Tabak ist nicht verwässert oder so. Natürlich 2 Jahre nach Erscheinen, keine Frage. Die Nuancen von Schokolade sind ein Tucken schwächer geworden, aber sind irgendwie in die Breite gegangen. Also ich rieche da jetzt nicht mehr, sage ich mal, eine reine Vollmilchschokolade, sondern, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da noch weiße Schokolade und herbe Schokolade oder sowas rieche, aber der ist ja so ein bisschen in die Breite gegangen. So ein bisschen vielleicht wie Schokoladenmilch, ohne den Milchaspekt. Schwer zu beschreiben, aber ich glaube, zumindest die Aromatenfans wissen ungefähr, was ich meine. Ja, von der Rauchbarkeit ist er natürlich jetzt richtig gut. Wenn man nicht sabbelt, lässt er sich auch ganz gut entzücken. Hier in meiner Savi Nelly. Theoretisch 269, aber ich kann es nicht genau sagen, weil hier ein Fehldruck, also die Stempelung ist ein bisschen sehr schief geworden und da fehlt zwischendrin was. Weshalb ich nicht sagen kann, ist die 9 verrutscht oder ist zwischen der 6 und der 9 tatsächlich noch eine Zahl, also man kann es nicht erkennen. Es würde nämlich genau eine reinpassen. Aber ist auch nicht wichtig, die Pfeife raucht sich gut, ausschließlich für Aromaten. Kann es mir eigentlich auch egal sein, was da für eine Nummer drauf steht. Vorführeffekt, ganz klassisch. Ich rauche den momentan mit ein bisschen Granulat drin, damit ich reines Aroma habe. Den habe ich jetzt auch schon etliche Male in dem Zustand geraucht. Seit ich ihn reanimiert habe, ordentlich Qualm macht er immer noch. Vom Geschmack ist er insgesamt milder geworden. Auch hier ist so ein bisschen das Schokoladige leicht raus. Ursprünglich natürlich aromatisiert mit Vanille und mit Karamell, aber ich sag mal, da dieses Harsche vom viel zu trockenen Tabak raus ist, ist er eher ruhig, unaufgeregt. Ich würde mal sagen, er überschreitet sanft die dänische Grenze, wenn man das so nennen kann. Also dänische Tabake, manche haben ja ein bisschen mehr, manche haben ein bisschen weniger Aroma, aber ja, ist da so knapp drüber. Schneide ich jetzt nicht raus. Aber ich beniese, was ich sage. Das Gute ist, der Geschmack kommt etwas mehr zur Geltung. Es macht ein bisschen mehr Spaß. Wie gesagt, die Spitzen, dieses Kratzen durch das Trocknen vom Tabak ist natürlich komplett raus. Das, was ich schade finde, nach ungefähr einem Drittel bis etwa der Hälfte. Und das mag vielleicht auch an dem Alter des Tabaks liegen und vielleicht auch ein bisschen an dem Anfeuchten. Aber da bin ich bereit zu sagen, ja, vielleicht von dem Drittel bis zur Hälfte liegt es vielleicht daran. Aber nach spätestens Hälfte der Pfeife, und das habe ich jetzt mit etlichen verschiedenen Pfeifen durch, manche mit Schotter drin, manche ohne, probiert. Der
lässt dann den Geschmack deutlicher. Also, das Aroma ist weg. Wirklicher Tabakgeschmack ist es auch nicht mehr. Also es wird jetzt nicht eine extreme Rauchpappe. Wobei ich sagen muss, bis zu ein Drittel rauche ich den runter und dann ist er nichts sagen. Dann mache ich das dann auch aus und räume die Pfeife. Wahrscheinlich wird es dann spätestens auch eine Rauchpappe. Bis dahin ist es einfach dann irgendwann unaufgeregt, also langweilig schon. Wie gesagt, umso mehr der Aroma verliert, weil die Drehkartabake nicht wirklich einen tabakigen Eigengeschmack haben, wenn man so sagen möchte. Die Stärke würde ich bei einer guten 2 einschätzen, wo ich die 3 für Mittelmaß, eine 1 ist sehr, sehr leicht brüstig, beziehungsweise die 5 ist der absolute Klopper. Also zu einschätzen, oder wie gesagt, eine 2. Das Raumaroma ist angenehm. Ganz leichter Tabakgeruch, ein Aroma, ein süßes Aroma. Nicht wirklich klar zu definieren, dass das, für mich zumindest nicht, dass das ausschließlich Karamell ist und Vanille. Irgend sowas dazwischen mit ein bisschen schokoladiger Note. Geschmack hatte ich ja schon benannt. Von meiner Seite aus, jetzt, wie gesagt, 2 Jahre später, keine wirkliche Empfehlung mehr. Also im Laden würde ich mir den jetzt sicher holen, es sei denn, ich habe zu viel Kohle und finde die Dose schön, weil, ja gut, ich mag diese Oldschool-Dosen, die haben was. Man sieht es jetzt hier nicht sonderlich, aber da ist auch nochmal ein schönes Muster drauf. Nichts Besonderes, aber ja, hat irgendwie was. Macht sich gut auf jeden Fall neben meinen 18er der grünen Dose. 19er habe ich mir auch schon angeguckt. Die Dose ist ja ein bisschen wuchtiger. Habe mir den aber noch nicht geholt. Weiß auch noch nicht, ob ich mir den hole. Habe ja noch genug von dem hier zumindest. Von anderen Tabakken. Zumindest habt ihr da ein grobes Update. Also, ich persönlich würde den Tabak nicht empfehlen. Auch Aromatenliebhabern eher nicht. Es gibt auf jeden Fall Leute, die den gut fanden und gut finden. Keine Frage. Aber meins ist es nicht. Also. Ich fände es schade, dass die Tabake nicht irgendwie mal in einer 50 Gramm Dose rauskommt, sondern immer für 100 Gramm und dann im Regelfall 23 Euro und mehr. Ja, finde ich persönlich eine ziemliche Frechheit, auch wenn es eine Limited Edition ist. Es ist so lange Limited, bis irgendjemand daraus eine Hausmarke macht. Ja. Ist nett, aber wirklich nichts Besonderes. Gut, genug gesammelt. Mal gucken, was ich als nächstes berichten werde. Ja, wie gesagt, Kai, du hast nichts verpasst, aber das hast du ja schon selber festgestellt. Und Tobi, die Probe geht morgen früh raus. Jo, dann werde ich jetzt immer noch das schöne Wetter genießen. Wir haben gerade 22, 23 Grad und das heute am Mittwoch. Wer hätte das gedacht? Heute früh ist auch kalt, jetzt ist es richtig schön. Man kann mit kurzen Klamotten draußen rumrennen, zumindest solange man in der Sonne bleibt. Ich muss jetzt unbedingt ein bisschen die Sonne genießen. Gut. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.